Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. So. Gut, dann wollen wir mal weitergehen. Langer Gang. Nicht meine Lieblingsart. Nee, doch kein langer... Oh, nee. Ich rieche schon, dass die überall aus den Seiten rauskommen werden. Oder nicht? Gerade in so weiten Gängen kann es doch sein, dass diese komischen Blitzviecher kommen, die mit den Stase-Modulen zusammengewachsen sind. Lockdown eingeleitet. Okay, das ist nur ein dickes Vieh gewesen. Es bewegt sich. Ach, das sind die ohne Beine. Ich habe fast meine gesamte Muni verballert. Das ist nicht schön. Okay. Aber ich hatte es prophezeit. Hätte ich mich hier in Sicherheit bringen können, oder was? Ah ne, hier ist nur ein Gang, wo ich nicht mehr langkomme. Okay. Hier ist nochmal Munition. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch mehr. Ich kann jetzt hier in Ruhe alles einsammeln, so. Das wäre schön. Oder ich würde es sehr schön finden. Oh, oh, oh. Inventar ist voll. Und was haben wir denn zu viel? Oh, wir haben viel zu viel. Schmeiße ich mal die Luft jetzt weg. Das benutze ich mal. Es rollt davon. Es hat Angst vor mir. Da ist noch ein Zweier. Dann nehme ich mir den erstmal mit. Und was haben wir hier noch? So, das war die Munition. Da ist noch ein Dreier. Okay. Da haben wir nochmal schöne Munition. Hier hinter müssten ja eigentlich auch immer welche sein. Den habe ich auf, aber den noch nicht. Geld ist auch immer schön. Kann man sich im Shop vielleicht nochmal was kaufen. Haben wir aber ein gutes Gönnen, wenn wir einen Shop finden. Frage ist, wenn. Na gut. Jetzt haben wir hier einen Textlock. Gut, den lasse ich dann einmal mal durchlaufen und ihr könnt euch den dann gegebenenfalls durchlesen. Meine Nerven reichen dafür jetzt nicht. Und apropos Shop, hey, da ist ein Shop. Ist das denn die Möglichkeit? Wir haben einen Shop, wir können was verkaufen und kaufen. Okay, Medipack groß. Ja, wir könnten uns jetzt auch endlich mal eine dritte Waffe wieder aneignen. Ja. Flammenwerfer war ich nicht so überzeugt von. Chinese-Booster, kurze Entfernung. Ich denke mal, ich sollte mir die Laserkanone zuholen, oder?
Ja, ich denke mal schon. Da haben wir auch eine dritte Waffe. Und jetzt können wir hier mal die ganzen Halbleiter, Rubin und Gold verkaufen. Plasma-Energie haben wir eigentlich genug. Stahlmunition brauchen wir nicht. Brennstoff auch nicht. Okay. Alleine unser Plasma-Cutter der Wert. Das ist Wahnsinn. Gut. Medipack-Mittel. Einmal weg. Na, können wir einmal im Safe packen. Und mal 5 sind doch ein bisschen viel. Packe ich noch einmal ins Safe. Dann haben wir 4 davon. Und einen angefangenen. Dann habe ich aber jetzt für die Laserkanone natürlich keine Munition. Energie für eine Laserkanone. Ich hoffe, das ist nicht immer nur eine. Dann sollte ich mir auch noch ein paar Impulsprojektile neu gönnen. 50 Stück. Dann haben wir da nämlich auch den dritten Stack angefangen. Und 4 stacken sich davon immer. Okay. Gut. Dann haben wir 2 große. Das lassen wir dann erstmal so. So. So dürfte das jetzt passen. Haben wir auch noch ein bisschen Platz übrig. Holen uns jetzt natürlich hier den restlichen Stuff. Den wir auch notfalls verkaufen können. Ja, sehr schön. Nochmal richtige Munition. Lag hier hinten nicht noch irgendwas? Nö. Okay. Gut. Wir wollen ja nicht zu gierig werden. So, aber irgendwo hatte ich doch hier relativ viel weggeschmissen. Hier ist das Luftpaket. Und irgendwo muss doch das Ding... War das die... Ist die bis da vorne hingerannt? Rollt? Gerannt. Das hat Beine gekriegt. Das könnte ich mir hier aber wirklich gut vorstellen. Dass solche Sachen Beine kriegen. Gut, dann gehen wir hier vorne nochmal in den Shop ran. So. Okay. Denn das Ding brauche ich nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Und jetzt haben wir hier halt auch nochmal ein bisschen mehr. Gut, so passt das. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Taste 4 ist es. Und 4 Schuss hat das Ding. Das war immer das mit dem Aufladen. Oh nee. Der nächste, der da festhängt. Oder ist das derselbe bloß von der anderen Seite? Der hängt da immer noch. Ich einfach runterholen kann. Oh Mann. Warum kann ich da vorne schon wieder speichern? Warum wackelt hier der Boden? Bricht das Schiff schon wieder auseinander? Ich will's mal nicht hoffen. Na gut, dann speichern wir nochmal. So. Gut. Jetzt gehen wir zum Maschinendeck. Ja, da sind wir richtig. Maschinenraum heißt das, nicht Deck. Rennt er jetzt vor mir weg oder rennt er jetzt vor irgendwas anderem weg? Ich hoffe, er rennt vor mir weg. Dass er denkt, dass ich so ein Viech bin. Dass er deswegen Angst hat und wegläuft. Das hoffe ich einfach mal. So, ich soll da rein. Dann gehen wir uns da vorne aber nochmal umschauen. Zusätzliche Munitionspakete sind immer gern gesehen. Ah, hier ist auch noch einer. Hätte ich beinahe durch das Licht gar nicht gesehen, weil das so komisch flackert. Und da habe ich auch einen vergessen.
So, aber jetzt habe ich alles. Wie möchte ich hier rein? Ei. Okay, hier sind nochmal Kästen, wo ich... Warum seid ihr so laut? Der ist leer. Hier vorne ist noch einer, den ich öffnen kann. Gut. So, und was soll ich jetzt? Ich glaube, ich habe die Idee. Nur leider, was bringt mir das? Ich kann das Ding ja nicht nach vorne schieben. Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Okay. Ah, das geht ja gar nicht so weit. Zumal, wo kommt das her? Muss ich bestimmt neben den Dingern da verstecken, oder? Hier so. Das ist die beschissenste Idee gewesen überhaupt. Den kann ich auch nach vorne schieben. Wie ging das denn bei den anderen? Okay. Weil wo wahrscheinlich immer irgendwo was im Weg stand. Das muss ich auf der anderen Seite wiederholen. Nein! Was hat mich denn hier jetzt getroffen? Weiter nach vorne geht's gar nicht. So, und jetzt? Scheint es aufgehört zu haben. Aber es rumst halt immer noch so komisch. Wirklich, wo kommt... Kommt das aus den Turbinen? Singularitätsverstärker. Energie ausgefallen. Okay, ich hab Angst. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Okay, das Crewdeck ist bestimmt weiter in die Richtung runter, oder? Ja. Okay.
Das macht mir Angst. Drei Kisten direkt nebeneinander. Mein Leben ist halt auch nicht gerade jetzt das dickste. Ja, ich nehme jetzt mir sogar noch so ein Dreier ab, auch wenn es halbwegs Verschwendung ist. Oh Mann. Okay. Komm, gib's mir. Gut, und hier? Soll ich hier überhaupt lang? Ja, ich soll hier lang. Wow. Isaac! Hier drüben! Ich habe versucht, Sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Das ist unser Ticket hier raus! Bringen Sie den Kerl zum Schatten und warten Sie nicht auf mich! Oh, Scheiße! Nein. Soll ich lang? Das heißt... Nein. Lockdown eingeladen. Wow. Oh, nee. Komm, immer die grüne Reihe hier, oder was? Oh, aber ihn nicht in die Arme laufen. Der ist tot. Oh Mann. Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Gibt es nur noch uns, Isaac. Oh Mann, der arme Hammond. Auch so zerfetzt. Oh nee. Das tut mir richtig leid. So, und ich soll jetzt hier wieder zurück. Okay. Möchte ich hier zurück? Wow. Da zu und da geht's weiter. Na gut. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Heißt so viel wie, wir haben nicht so viel Zeit, oder wie? Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, ich probier's. Oh nee. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Komm. Kollege, gehst mal beiseite, danke. Bei einem Brand sollte man nicht mit einem Fahrstuhl fahren. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, wir haben es verstanden. Wo soll ich jetzt lang? Ach, da jetzt wieder. Ach, hier sind wir am Anfang. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, bin schon dabei. So, wo soll ich jetzt lang? Ey. Oh, das Ding zeigt mir.
irgendwas an. Eieiei. Kurz mal rausspringen da. So, und dann da oben wieder hoch. Na komm. Du wirst ja wohl da oben hochspringen können. Geht doch. So, jetzt hier wieder rein. Ende der Schwerelosigkeit. Und jetzt sind wir wieder in der Ishimura. Ende des Vakuums. Bloß in der Ishimura sind sie noch weiter fortgeschrittener, glaube ich. Na gut, wollen wir mal. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ach nee, ey. Na gut, wir haben hier nochmal einen Shop. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen kurz shoppen gehen. Bezüglich auch, ja. Hier, Halbleiter, Diamant verkaufen. Laserkanonenenergie haben wir eigentlich noch genug. Wunderbar. Plasma-Cutter-Energie auch. Aber ich fühle mich jetzt halt ein bisschen unsicher. Deswegen kaufe ich mir mal kurz. Wo haben wir es? Da. Ein großes. Credits haben wir eigentlich noch genug. Deswegen hauen wir uns jetzt den Rest in Energieknoten rein. Damit wir auch die nächste Waffe gut auswählen können. Das dürfte passen. Na gut. Kanone ist nachgeladen. Hier ist die Werkbank noch. Okay. Wunderbar. Dann können wir jetzt die Laserkanone aufwerten. Weil die hat ja noch gar keine Aufwertung gekriegt. Kapazität, Nachladen. Was war das andere? Aufladen. Ah, es könnte auch, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht sein. Aber Nachteil ist, wir fangen halt an mit 2 Leben. Für einmal Kapazität. Und ich denke mal, Aufladegeschwindigkeit ist nicht schlecht. Denn das Ding braucht lange zum Nachladen. Ein Knoten wieder als Reserve behalten. Dürfte passen. Gut, dann schließen wir jetzt das Kapitel ab. Und sind wieder in der Ishimura. Tod bei Ankunft, ja. Das Kapitel war passend. So, klar möchten wir den Fortschritt einmal speichern. Machen wir hier mal auf der 3. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Das ist jetzt schon das letzte Kapitel. Hallo? Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay. Blutige Händchen. Nee, da will ich nicht lang. Da liegen noch mehr Tote. Oh. Na, wenigstens noch mal Munition. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.